Es ist 8. Ich habe gestern echt nichts mehr gemacht, außer zu lernen. Bin aber echt stolz auf mich, dass ich so durchgezogen habe. Zwischenzeitlich dachte ich so, oh, YouTube lenkt mich ab. Aber ich habe es geschafft. Also ich habe echt, echt gut durchgezogen. Anyways, heute ist der Tag der Tage. Heute ist der Schwestertag. Mein Wecker hat geklingelt. ja, heute ist der Schwesterntag. Meine Schwester hat mir zum Geburtstag ein Tag geschenkt. Also ich weiß nicht, was wir machen. Sieht man einfach nur irgendwelche Comics-Figuren ausgemalt und ausgeschnitten und hingelegt. Und ich durfte mir halt welche aussuchen, die was mit dem Tag zu tun haben. Und warte mal, was war denn das? Ich glaube, es war die Eule, es war ein Schloss, es war eine Meerjungfrau, es war ein Handtuch und eine Kamera? Ich glaube, und eine Kamera. Naja, auf jeden Fall ist sie sehr kreativ und ich bin echt gespannt, aber es geht halt um 9 Uhr los und sie meinte, ich soll duschen. Boah, das ist das coolste Ding überhaupt, gell? Ich habe jetzt nur noch 10 Minuten, die ich das schon wieder hingekriegt habe. Keine Ahnung. Boah, ich hoffe, dass meine Schwester ein bisschen zu spät kommt. Kommt sie eigentlich nie? Ich weiß nicht, sehen die Augen dann größer aus? Oh, man sieht sie irgendwie ähnlich. Ich hab's geschafft! Genau. Jetzt werde ich mich noch fertig anziehen und dann warte ich auf meine Schwester. Fun Fact: Sie ist zu spät gekommen. Da ist der Übeltäter! Der Schiel ist. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? 15 Minuten Kulanz. Ich aufpassen. Auge nach vorne richten. Merry Christmas, Also, wir waren jetzt gerade frühstücken. Sehr lecker. Ach, im Kaffeehaus in Schwetzingen, kann ich nur empfehlen. Das ist komisch zu reden. Oh shit. Also, wir waren gerade bei der Thai-Massage. Es war so geil. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich fühle mich wie dreimal umgebracht. Neben mir dann. Au. Aber wiederbelebt. Aber wieder. Ja, es war wirklich der absolute Hammer. Wir fahren Eis. Ich kann kein Tier zu lassen. Ich auch nicht. You could be the beauty and I could be the monster. I'm crying on my tears and that's fucking pathetic. Ich bin immer Malik. Anna, du hast blaue Flecken. Was, wie trägst du das? Okay, ich heul gleich. Das wäre doch cool, oder? Oh,
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Fred! Hallo! Nein, geh mal mit, ich weiß nicht. Wie sieht die Tour aus? Nein! Man kann nicht laufen, wenn man einen hier drüben hat. Der Gabriel. Ja, wir freuen uns. Nein. Ich will spielen. Nicht alles mit Lametta drauf. Boah, ist da. Ich dachte, es hat geregnet. Was? Wo gehen wir hin? Da vorne. Ich bin völlig lost. Ich? Ja. Das ist gar nicht wahr. Wo müssen wir denn hin? Navi ist hier. Navi? Ciao, gell? Ja, wo läufst du denn hin? Komm. Oh. Die Idioten. Gehen wir ins Kino? Ja. Wo gehen wir rein? Respekt? Ja. Ich hab's noch gesagt! Oh, wie cool! Oh, wie cool! Hallo, wir sind wieder zurück von unserem Tag, beziehungsweise unser Schwesterntag ist jetzt vorbei. Aber es war so ein toller Tag, wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht, mal wieder so nur Anna und ich. Hat echt viel Spaß gemacht. Und nochmal danke, Anna. Genau, wir waren jetzt gerade eben noch im Kino, sind jetzt noch gerade eben nach Hause gekommen. Ich bin noch in das Kleid gesprungen, was auch meine Schwester mir heute gekauft hat. Für Weihnachten ein schwarzes Kleid. Wir waren ja gerade eben dann noch im Kino und oh, dieser Film. Der Film war einfach Hammer. Der Film war Hammer. Hammer! Also alle, die Musik lieben, die gute Musik lieben. Oh Gott, nee, ich mach mir Feinde. Für alle, die Musikgeschmack haben. Das wird nicht besser. Und für alle, die Musik interessiert sind, in Soul oder Blues, Swing, generell einfach Aretha Franklin, also der Film hieß Respect und damn, er war so gut.
Er war sehr emotional. Ich habe natürlich wieder geheult. Ich heul immer bei Filmen. Don't get it. Und sonst würde ich tatsächlich das Video jetzt beenden. Ich wollte eigentlich mein ganzes Wochenende mitfilmen. Da ich aber morgen nur eine Stunde Tennis habe und lernen muss, ist es nicht sonderlich spannend. Deswegen würde ich das Video jetzt beenden. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr eine Schwester habt oder einen Bruder, macht so einen Tag. Es ist echt einfach... Ach, ich lieb's. Ich weiß noch nicht, wie ich da ans nächste Geschenk dann rankommen soll. Thanks for that. Ich werde jetzt schlafen gehen. Beziehungsweise... noch lesen wahrscheinlich, aber ich werde mich jetzt ins Bett legen und Leute, ich war heute einfach, ich glaube, okay gut, ich habe das ganze Zeug mitgefilmt, aber bis auf, dass ich es mitgefilmt habe, war ich nicht am Handy. Also, ich lieb's. Toller Tag, toller Tag, toller Tag. Anyways, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was ihr machen müsst. Genau. Danke fürs Zuschauen.